Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, die politischen Vorstellungen der SPD kennen wir ja schon aus den letzten 4 Jahren. Die der Grünen sind uns aber neu. Sie lauteten ja vor einiger Zeit noch ein bisschen anders. Im Wahlkampf war der Ton auch noch etwas anders. Da hieß es noch, Ökologie sei für die SPD ein Fremdwort und die Politik der SPD verschärfe die soziale Spaltung in der Stadt. Von dieser Kritik, mit der die Grünen ja immerhin 12% der Stimmen bekommen haben, ist nach den Koalitionsverhandlungen nichts mehr übrig geblieben. Im Wahlkampf gaben sich die Grünen ja noch wie ein stacheliger Kaktus. Kaum begannen die Koalitionsverhandlungen, wurde aus dem stacheligen Kaktus ein grüner Wackelpudding. Und dieser grüne Wackelpudding wurde vom Bürgermeister Olaf Scholz löffelweise ordentlich verspeist. Was übrig geblieben ist, sind einige winzige grüne Fleckchen auf dem Koalitionsvertrag. Die Wahlversprechen und die Prinzipien der Grünen wurden vom Bürgermeister so ziemlich schnell verdaut und sind jetzt nun Geschichte, an die sich die Grünen noch nicht einmal erinnern können. Die Gefahrengebiete und auch die intransparente Olympiabewerbung gehören dazu. Was aber mit Grün nicht geht, ist zum Beispiel die Stadtbahn, ja die BAföG-Million, auch wenn man es nicht gerne hört, mehr Sozialwohnungen, das Leitbild für Stadtentwicklung, mehr Personal in der Justiz und nicht zu vergessen das kollektive Bleiberecht für Lampedusa in Hamburg. Und das, liebe Grünen, ist wirklich ein Schlag ins Gesicht der Betroffenen und auch der Unterstützerinnen und Unterstützer. Und Sie haben damit auch die 5000 Schülerinnen und Schüler, die in bitterer Kälte gestreikt haben, bitter enttäuscht. Und das wird Ihnen auch in der Zukunft auf die Füße fallen, denn die werden es nicht vergessen. Nun aber zum angeblich so frischen und ideenreichen Werk, wo ich aber die Ideen gar nicht gefunden habe. Im Koalitionsvertrag heißen ja die politischen Leitsätze: Wer sich anstrengt, soll etwas davon haben. Wer sich Mühe gibt, muss damit sein Leben verbessern. Individuelle Entfaltung, Herr Bürgermeister, ist ja nicht schlecht. Das finden wir ja gut. Aber dafür braucht es auch gesellschaftliche Rahmenbedingungen. Und diese Rahmenbedingungen müssen auch von der Politik geschaffen werden. Und da reicht leider Hoffnung und Glück leider nicht aus. Bei Ihnen hat es vielleicht geklappt, aber bei vielen anderen klappt es nicht. Und deshalb ist dieser Koalitionsvertrag auch keine Antwort auf diese Herausforderung, sondern wird vielmehr die Explosionstendenzen in dieser Stadt verstärken. Viele strengen sich nämlich an in dieser Stadt, aber schaffen es nicht. Viele geben sich Mühe, aber können ihr Leben doch nicht bessern. Es gibt immer noch die Situation, dass das Elternhaus über die Zukunft der Kinder bestimmt, beispielsweise wenn es um den Bildungsweg geht oder aber darum, ob das Kind später in Armut leben wird. Und nach Ihren Leitsätzen bedeutet das in der Praxis, wer durch das Raster fällt, der hat einfach Pech gehabt. Wer durch das Raster fällt, der lebt halt in Armut. So sieht es in der Praxis aus, auch wenn Sie jetzt die Augen zukneifen. Mit dieser Kürzungs- und mit dieser Sparpolitik schaffen Sie nicht die Rahmenbedingungen für die individuelle Entfaltung. Ganz im Gegenteil, Sie zerstören das, was noch übrig geblieben ist. Aber gehen Sie vorsichtig um mit der jungen Hamburger Generation, die eine neue Solidaritätskultur auf der Straße und in Klassenzimmern zum Ausdruck bringt. Behandeln Sie dieses neue solidarische Hamburg auch wirklich fair, das vor 10 Jahren noch anders war. Behandeln Sie ihn wie einen Schatz. Sehen Sie den Protest junger Menschen und den Einsatz für das Bleiberecht von Flüchtlingen zum Beispiel nicht als eine Bedrohung oder als eine Gefahr, sondern als einen wertvollen Schatz. Es sind eben neue Vorstellungen. Es sind eben neue Vorstellungen und neue Ideen dieser Generation, die sich in bitterer Kälte auch für ein gerechteres Hamburg auf die Straße begeben und dafür einsetzen. Also müssen Sie auch in diese Generation investieren. Und es geht nicht zu sagen, für die zukünftigen Generationen müssen wir die Schulden tilgen, aber für die jetzige Generation tun wir einfach mal nichts, sondern kürzen einfach nur weiter. Sie müssen auch in diese Generation investieren, damit sie sich individuell auch entfalten kann, damit sie auch die Möglichkeit dazu bekommt. Und auch wir vertreten diese Linie. Auch wir wünschen uns ein Hamburg, das sozial gerecht ist, das solidarisch ist und das für alle da ist. Und nicht nur für die, die es schaffen und die Glück und Hoffnung haben, sehr geehrter Herr Bürgermeister.